Ernst Hagen lebt in dem kleinen Dorf Lustenau. Dort ist er ein bekannter Mann, aber nicht unumstritten. Die einen halten ihn für einen Wohltäter, von anderen bekommt er Morddrohungen. Ernst Hagen geht einer ungewöhnlichen Betätigung nach. Er ist Haustiermetzger. Wie viele Hunde und Katzen er schon getötet hat, kann er nicht mehr sagen. Aber er weiß genau, wie die einzelnen Rassen schmecken. Denn Ernst Hagen schlachtet die Tiere nicht nur, er isst sie auch. Für diesen Mann haben wahre Tierfreunde nur Verachtung übrig. Ernst Hagen, 56 Jahre alt, schlachtet Hunde und Katzen. Hunde erschießt er, Katzen bricht er das Genick. Schmerzlos, wie er sagt. Die toten Tiere werden zu Hacksteaks oder Leberpastete verwurstet. Ich weiß genau, welche Rasse am besten schmeckt, erklärt der Hundemetzger aus dem österreichischen Lustenau in starkem Dialekt. Ein Jahr alt, am besten zwei. Dann sind sie wirklich gut. Es ist nicht jede Rasse gleich. Der Schäferhund hat zum Beispiel viel gröberes Fleisch als ein Appenzeller oder ein Schnauzer. Der Schäferhund ist langfaseriger, fast wie Rossfleisch. Lieber habe ich einen Appenzeller. Und wichtig, es kommt darauf an, was man ihnen gefüttert hat. Wenn es einer gut hatte, wenn er viel Milch bekommen hat, dann hat er viel zarteres Fleisch als einer, den man mit Knochen oder mit Abfall gefüttert hat. Hier werden sie gebraten oder gekocht, ob Schoßhund oder Schmusekatze. Hunderte von ihnen hat der Schlächter bereits getötet, er hält es ganz einfach für Dienst am Kunden. Sogar einige Dorfbewohner gehören dazu. Jeder, der seinen Hund oder seine Katze loswerden will, kann das Tier bei Ernst Hagen entsorgen und sogar wieder mitnehmen, zum Beispiel als Dauerwurst oder Frikadelle. Kuscheltiere, hier werden sie beseitigt wie lästiger Müll. Wenn man in eine andere Wohnung zieht, da kann es sein, dass man auf einmal einen Hund nicht mehr brauchen kann und keinen Platz hat. Aber die meisten, die man tötet, bringt man aus einem Grund um. Wenn sie vielleicht gebissen haben, wenn sie bösartig sind oder wenn einer gebrechlich ist oder einfach alt, so dass er nicht mehr gut hört und sieht. Oder einfach alt. Man bringt es halt und ist froh, wenn man es ihnen tötet. Wenn es einer mitnehmen will, kann er es mitnehmen. Das ist mir gleich. Ich brauche es ja nicht unbedingt. Es ist mir gleich. Ich brauche es ja nicht unbedingt. Ob Holzhacken oder Katzen das Genick brechen, Ernst Hagen findet nichts Besonderes an seinem grausamen Handwerk. Hunde tötet er mit einem gezielten Kopfschuss. Ich arbeite wie jeder andere Metzger auch, meint Ernst Hagen. Was Menschen dazu bringt, das Fleisch ihrer einstmaligen Lieblinge aufzuessen, das fragt sich der Metzger nicht. Stolz zeigt er uns diesen Hundeschädel. Ein Bernhardiner musste sterben. Der Grund, er soll zugebissen haben, mehr nicht. Das war sein sofortiges Todesurteil. Vor 3 Tagen brachten Nachbarn den quicklebendigen Hund zu Ernst Hagen. Zum Ausnehmen hängt der Hundemetzger die Kadaver in seinem Stall auf. Da wird vom Fuß die Haut gelöst, genauso wie man ein Schaf oder eine Ziege schlachtet oder ein Kalb. Bei der Sehne im Knie hängt man den Haken ein. Da kommt der zweite Fuß dran. Danach wird die Haut abgezogen. Das ist halt ein Schlachten wie bei einem anderen Tier. Halt ein Schlachten, genau. Ich bin am anderen Weg. Es scheint unglaublich. Fast niemand in Lustenau nimmt Anstoß an dem makaberen Treiben. Im Gegenteil. Viele Dorfbewohner verteidigen den Haustierschlächter. Einige bezeichnen ihn sogar als Tierfreund. Sogar Trudi Manasik, die im Dorf eine Hundepension betreibt, sagt uns, Ernst Hagen tut eine sinnvolle Arbeit. Dienst am Hund sozusagen. Ich finde, der Ernst, er ist in Ordnung. Er ist für Tiere sicher ein guter Mensch. Aber wenn er findet, dass das okay ist, dass er das Fleisch essen will, warum nicht? Ich finde es okay, wenn er das macht, weil das sind Hunde, wo man nicht mehr brauchen kann, wo man nicht mehr will. Und es ist ja besser, er macht das, als wie man lässt es raus oder man setzt es aus. Und er ist kein Tierquäler. Dieser Hund wäre in Lustenau längst geschlachtet worden, denn nach einem schweren Unfall ist das Tier gelähmt. Sein Glück hieß Annelies Priester. Die Tierschützerin hält Hunde nicht für ein Wegwerfprodukt. Sie pflegt sie liebevoll, auch wenn sie krank oder alt sind. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Hund, mit dem Hund, der leben Sie 10 Jahre, gehen spazieren. Der liegt bei Ihnen teilweise sogar auf der Couch oder im Bett, hat einen Namen und ist Ihr Freund. Und dann, wenn man den nicht mehr brauchen kann, dann bringt man den ganz einfach um. Ernst Hagen verwertet die Kadaver restlos. Gegerbtes Hundefell als Zimmerschmuck.
das Fleisch von älteren Tieren als Schweine- und Hühnerfutter. Verkaufsschlage jedoch ist Ernst Hagens Hundeschmalz. Die Metzgerkunden glauben allen Ernstes, es handle sich bei dem Hundefett um ein Heilmittel gegen alle möglichen Zipperlein. Auch Hagen selbst ist, wie könnte es anders sein, von seiner Arznei überzeugt. Ja, wenn man verkühlt ist, der Kinder streicht man es gleich auf. Ja, wenn man erkältet ist, ist das gut. Den Kindern streicht man es gleich auf die Brust, wenn sie einen Husten haben, der nicht besser werden will. Man kann einen Löffel voll essen am Morgen, wenn man will. Wer daran glaubt, dem hilft das. Ich nehme es, wenn ich mal erkältet bin. Aber essen kann ich es auch so. Wenn ich einem anderen davon gebe, dann nehme ich einen Löffel voll. Auch Wilmer Stolz glaubt an den Schmalz. Das Hundefett hilft fast jedes Wehwehchen heilen, meint sie, und sorgt sich um Nachschub. Kannst du hintrieben? Und auch ich selber habe das genommen und es ist kein Problem, aus der Kühltruhe das Fett zu nehmen und nachher nicht gleich trinken oder essen drauf. Und ich habe bei einem schwierigen Husten, habe ich dreimal genommen und es war vollkommen geheilt. Wilma Streutz kennt den Hundemetzger seit seiner Kindheit. Sie ist überzeugt, Ernst Hagen hat ein Herz für Tiere. Auch ihren eigenen Hund hat er geschlachtet. Der Grund, Prinzel war verletzt. Unseren Prinzel hat er auch weiterverwertet. Ich habe davon Fett eingefroren und habe das dann auch unseren Bekannten weitergegeben davon. Und der Ernst mit seiner Schwester, da hat es gegessen und da hat Gulasch gemacht, hat Moschbröckle draus gemacht und da war ein ganz sauberes Tier, da musste man sich überhaupt nicht genieren. Hundefett als Allheilmittel, alles Aberglaube, meint Professor Franz Hofmann vom Pharmakologischen Institut in München. Er weiß, eine medizinische Wirkung von Hundefett gibt es nicht. Ich würde nie einen Hund, der ja ein Freund des Menschen normalerweise ist und ein Begleiter, fast schon eine Persönlichkeit ist, würde ich nie aus diesem Grunde schlachten, denn es ist nicht zu sehen, dass dem Patienten, der Hundefett anwendet, wirklich etwas Gutes geschieht dabei. Man kann nur hoffen, dass ihm nichts Schlechtes geschieht. Der Hundemetzger von Lustenau. Schon dreimal brachten ihn Lebensmittelkontrolleure vor Gericht, doch er gewann die Prozesse. Denn in Österreich ist nur der Handel mit Hundefleisch verboten. Und der ist ihm nicht nachzuweisen, so wird er weiter Haustiere schlachten. Ja, Freddy, warum soll ich nicht? Warum soll ich nicht? Damit ist den Leuten geholfen. Und wenn ich Hundeschmalz habe, sind viele Leute froh, wenn sie was abbekommen. Wer einfach den Glauben daran hat, dem hilft es. Inzwischen machen die Tierschützer dem Hundemetzger zunehmende Sorgen. Denn von ihnen bekommt er immer mehr Drohbriefe. Und das kann er nicht verstehen. Denn schließlich, so sagt er, macht er kein Geschäft mit dem Schlachten. Manchmal kann Ernst die Welt einfach nicht verstehen.